Hallo Investoren, hallo Trader, herzlich willkommen zu unserem Format der Aktienscreener. Heute geht es um ein Healthcare-Unternehmen, das sich nach dem Buffetts Alpha-Ranking auf Platz 1 befindet. Ja, und wie ich darauf aufmerksam wurde, das will ich euch kurz zeigen. Bei unserem Template Buffetts Alpha, da haben wir eine Strategie nachgebildet, die sich an dem Vorgehen von Investorenlegende Warren Buffett orientiert. Dessen Anlagetaktik haben Mitarbeiter von Acqua Capital Management in der wissenschaftlichen Arbeit mit dem Titel Buffetts Alpha, welche im Financial Analyst Journal 2018 veröffentlicht wurde, untersucht. Die Aufgabe lautete herauszufinden, welche Faktoreigenschaften die gekauften Aktien von Buffett am besten beschreiben. Die in der Analyse verwendeten Faktoren, ja, die sind zum Beispiel Quality minus Junk oder Betting against Beta. Ja, und wir haben die Erkenntnisse aus der Studie genutzt, um unser TraderFox Buffetts Alpha Template zu entwickeln. Ja, und wie ihr das Template findet, das zeige ich euch jetzt. Ich melde mich natürlich wie immer bei traderfox.de an. Und dann wähle ich das Tool Aktien Rankings aus. Das Tool, das ist Teil des Abo-Paketes TraderFox Morningstar Datenpaket. Und das gibt es hier für 25 Euro im Monat zu bestellen. Den Link findet ihr oben rechts. So, ihr seht, ich habe hier unser Template Aktien Rankings geladen, beziehungsweise das Tool und das Template. Na, hatte ich eigentlich auch schon, genau, ist es hier, Buffetts Alpha. Hier habt ihr auch einfach noch meine Beschreibung über das Template und dann seht ihr schon die voreingestellten Faktoreigenschaften. Das sind ziemlich viele, auch technische haben wir hier. Multistock Indicators gibt es keine. Genau, noch hier gibt es noch einige Scan-Kriterien, wie ihr hier rechts sehen könnt. Wenn ich jetzt mal auf Scannen gehe, naja, das dauert immer ein bisschen, vielleicht habt ihr es gesehen, es sind 1000 Aktien, die 1000 volumenstärksten US-Aktien befinden sich hier in der Auswahl und um das zu scannen, dauert das immer ein wenig. Ja, aber ihr seht schon, wir haben jetzt hier schon die Aktien, ja, ich konzentriere mich eigentlich hier immer auf die ersten 40, 50 Aktien in dem Screen. Ich gehe mal auf eine andere Ansicht. Genau, hier mal die Profilview, dann seht ihr beispielsweise auch die Charts besser. Hier haben wir Keurig Dr. Pepper, das hatte ich auch mal schon im letzten Jahr mal besprochen. Calmain Foods, das ist ein Eierproduzent. Activision kennt wahrscheinlich jeder von euch. Regeneron habe ich auch schon öfter mal besprochen. Ja, es sind viele unbekannte, viele bekannte Namen. Pfizer beispielsweise. Wir konzentrieren uns aber wie gesagt, heute auf das Unternehmen auf Platz 1. Da handelt es sich um Insight. So, dann gehe ich nochmal zurück. Na, warum geht es jetzt nicht? Moment, so, jetzt sind wir wieder hier. So, aber ich gehe jetzt hier auf diese Ansicht. Genau, und dann springen wir auch schon zu dem Unternehmen. Ja, und das ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Erforschung, die Entwicklung und Vermarktung von proprietären Therapeutika spezialisiert hat. Der Konzern, der hat beispielsweise für Patienten mit Myelofibrose oder mit Polycythämie das Produkt Jakafi entwickelt. Darüber hinaus arbeitet Insight an einem vielfältigen und wachsenden Portfolio von Produktkandidaten, unter anderem gegen Krebserkrankungen. Der Unternehmenssitz, der befindet sich in Wilmington, Delaware und gehört, das Unternehmen, das gehört mit einer Marktkapitalisierung von 18,5 Milliarden US-Dollar zu den mittelgroßen Pharmaunternehmen. Ja, und Insight, ihr seht es selbst, ist dem Sektor Healthcare und der Branche Biotechnologie zuzuordnen. So, und jetzt schauen wir uns mal das Geschäftsmodell, die Segmentierung an. Das Geschäftsmodell ist eigentlich ganz einfach zu verstehen. Das Unternehmen, das forscht in den Bereichen der myeloproliferativen Neoplasmen, abgekürzt MPNS, das seht ihr hier oben rechts, und der Graft versus Host Disease, abgekürzt GVHD, seht ihr auch hier oben rechts, ja auch der Hämatologie, der Onkologie und der
Dermatologie, ja, sowie zusätzlich zu anderen Entzündungs- und Autoimmunitätserkrankungen. Seit seiner Gründung im Jahr 2002 konnte Incyte 7 Medikamente zur Zulassung bringen. Diese sind unter anderem, wie gesagt, Jakafi, sieht man auch hier oben rechts, das zur Behandlung gegen chronischen Blutkrebs auch eingesetzt wird. Ja, ein weiteres bedeutsames Medikament von Incyte ist Opzelura. Dieses ist verschreibungspflichtig und wird auf der Haut zur kurzfristigen und nicht kontinuierlichen Behandlung von leichten bis mäßigen Ekzemen angewendet. Der Marktanteil von Opzelura bei neuen Patienten, die nicht auf eine Steroidbehandlung ansprechen, liegt bei über 12%. Pemazyre, das ist ein Arzneimittel zur Behandlung von Krebs der Gallenwege. Ja, und daneben hat das Unternehmen aktuell 25 weitere Medikamente in der Pipeline, die teilweise auch schon in Phase 2 Studien sind. Das Unternehmen, das ist weltweit tätig. Aktuell werden mit 72% die meisten Umsätze in den USA erzielt. Der Gesamtumsatz, der belief sich im Jahr 2021 auf 2,96 Milliarden US-Dollar. Dabei wird der größte Umsatz eben mit Jakafi gemacht. Während dieser im Jahr 2020 bei 1,938 lag, schraubt er sich im Jahr 2021 auf 2,13 Milliarden US-Dollar hoch. Die Lizenzerlöse für Jakafi, Olumiant, ist immer ein bisschen schwierig auszusprechen, Olumiant und Tabrecta, die beliefen sich im Jahr 2021 auf 569 Millionen US-Dollar. Ja, und am 7. Februar, da wird das Unternehmen seine Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr 2022 vorlegen. Im TraderFox Qualitätscheck, da bekommt die Aktie 12 von 15 Punkten. Einen Punkt Abzug, den gibt es für das unstete EPS-Wachstum. Die anderen beiden Punkte wurden aufgrund der Kursentwicklung des letzten Jahres abgezogen. Ja, und wir sehen bereits, ihr seht es ja hier unten links, die Aktie, die befindet sich ja seit 2016, 2017 eigentlich schon in einer großen Seitwärtsphase, was die Aktie auch in den letzten Jahren nicht sonderlich attraktiv gemacht hat. Allerdings könnte sich das auch bald wieder ändern, denn das Unternehmen, das ist nach wie vor auf einem soliden Wachstumskurs. Dabei stellte das dritte Quartal mit einem Year-over-Year-Wachstum von nur 1% auf 823 Millionen US-Dollar eher eine Ausnahme dar und ist insbesondere auf das Ausbleiben von Meilensteinzahlungen im letzten Quartal zurückzuführen. Der Gewinn je Aktie fiel um 38% auf 0,51 US-Dollar, lag aber dennoch 2% über den Schätzungen. Das durchschnittliche Umsatzwachstum der letzten 5 Jahre, ja, das sieht schon besser aus und betrug durchschnittlich 21%, während man beim EPS im selben Zeitraum um 52% wuchs. Das Unternehmen überzeugt zudem mit einer hohen Nettomarge von 32%, einer Eigenkapitalrendite von 27%. Zudem gibt es keine Nettoverschuldung. Ja, und die Eigenkapitalquote, die wurde in den letzten Jahren massiv gesteigert. Die liegt aktuell bei 72%. Ja, und das Unternehmen gefällt mir auch soweit ganz gut, weil es mit einem starken freien Cashflow überzeugt, wobei die durchschnittliche Free Cashflow-Marge im Jahr 2022 bei 26% lag. Mit einem KUV von 4,6 liegt die Aktie deutlich unter dem 10-Jahres-Durchschnitt von 6 und scheint damit attraktiv bewertet zu sein, zumindest wenn man davon ausgeht, dass das Wachstum zukünftig wieder stärker anziehen wird. Jakafi bleibt klar das Hauptprodukt des Unternehmens. Der Anteil von Jakafi an den Gesamteinnahmen des Unternehmens im dritten Quartal, der belief sich auf 86%. Ja, und das Hauptproblem bei Jakafi, das ist, dass es ab 2028 keinen Patentschutz für das Medikament mehr gibt. Allerdings gibt es da dann doch auch mehrere Möglichkeiten, das Patent zu verlängern und die Umsätze vor dem Markteintritt von Generika zu schützen. Ja, zum einen gibt es da am 23. März eine Zulassungsprüfung zur einmaltäglichen Verabreichung, was die Einnahme angenehmer machen würde und verhindern würde, dass viele Patienten auf günstigere Generika umsteigen, weil man eben aktuell zweimal das Medikament
täglich einnehmen muss. Ja, und jüngste Studien haben die Wirksamkeit der einmal täglichen Verabreichung auch bewiesen. Angesichts der positiven Ergebnisse dieser Studie gehe ich von der Zulassung der neuen Behandlungsform von Jakavi im März aus. Eine weitere Möglichkeit, den Umsatz aufrecht zu erhalten, könnte die Entwicklung einer Kombinationstherapie auf der Grundlage von Jakavi zusammen mit einem anderen Medikament sein. Ja, obwohl Jakavi die Standardtherapie für die Behandlung der Myelofibrose ist, gibt es immer noch mehrere ungedeckte Bedürfnisse bei den derzeitigen Patientenbehandlungen. So gibt es einerseits Patienten, die auf die Behandlung mit Jakavi nicht ansprechen. Ja, und für diese Kategorie von Patienten entwickelt Incyte Parsaclisib. Die Zugabe von Parsaclisib zur Behandlung verringert laut Phase 2 Studien das Milzvolumen und verbessert die Symptome der Krankheit. Vollständige Daten über die Wirksamkeit werden für Ende 2023 erwartet. Ja, und zweitens ist das Problem der Entwicklung einer Anämie bei den Patienten auch noch nicht gelöst. Das Unternehmen plant, dieses Problem durch die Kombinationstherapie von Jakavi mit NCB00928 zu lösen. Ja, und da gibt es auch weitere Einzelheiten bereits im Laufe des Jahres. So, und der wichtigste Wachstumstreiber für das Unternehmen, der ist eindeutig Opzelura. Der Absatz des Medikaments belief sich im letzten Quartal auf 62.000 Einheiten, was einem Wachstum von 32% entspricht. Nach Angaben des Managements ist Opzelura inzwischen die erste Wahl für neue Patienten mit leichter atopischer Dermatitis, wo man inzwischen ja, einen Marktanteil von 17% hat. Und der Schlüssel zu weiterem Wachstum, der liegt hier ganz klar in der Frage der Versicherung begründet. Also ob das Medikament von allen Versicherungen bezahlt wird. Und hier arbeitet das Management daran, den Versicherungsschutz auf alle Versicherungen in den USA auszuweiten, was bislang eben nicht der Fall ist. Allerdings liegt man da mit 70% eigentlich schon ganz gut. Das Medikament, das erhielt im Juli 2022 die US-Zulassung für die Vitiligo-Behandlung. Und Vitiligo ist eine chronische Erkrankung der Haut und wird auch als Weißfleckenkrankheit bezeichnet. Ihr seht das hier unten rechts. In den USA, da gibt es etwa 1,5 Millionen Vitiligo-Patienten, von denen sich 200.000 in Behandlung befinden. Die übrigen 1,3 Millionen, ja, die sind nicht in der Behandlung. Das Ziel des Unternehmens ist es, sie eben zu Patienten umzuwandeln. Die Unternehmensleitung, die geht davon aus, dass Vitiligo-Patienten durchschnittlich 10 Tuben des Medikaments pro Jahr verbrauchen, während Patienten mit atopischer Dermatitis durchschnittlich 2 bis 3 Tuben benötigen. Bei einem Durchschnittspreis von 1.950 US-Dollar pro Röhrchen gibt es hier doch ein sehr starkes Wachstumspotenzial, zumal weitere 2 Millionen adressierbare Patienten hier, wie man auch sehen kann, in der EU leben. Die Entscheidung über die EU-Zulassung von Opzelura für die Vitiligo-Behandlung, die wird in der ersten Hälfte dieses Jahres erwartet und dürfte den Kurs enorm ja, in die eine oder auch in die andere Richtung beeinflussen. Neben der Gefahr, dass enttäuschende Zulassungsdaten den Aktienkurs schnell in Bedrängnis bringen können, ja, muss das Unternehmen in den nächsten Quartalen erfolgreiche Daten aus Studien zu Kombinationstherapien von Jakavi mit anderen in der Entwicklung befindlichen Medikamenten präsentieren, damit bei der Aktie ein Ausbruch aus der Konsolidierung gelingen kann. Und da sind wir eben dann auch schon beim Chart angelangt. Ja, wie ihr sehen könnt, beziehungsweise das sieht man jetzt hier nicht, dass die Aktie des Unternehmens die letzten 2 Jahrzehnte, also eigentlich seit 1995, sehr volatil war. 1995, da lag der Kurs bei unter 2 US-Dollar, wobei der Kurs im Jahr 2000 ein Rekordhoch bei 145 US-Dollar erreichte. In der Finanzkrise 2008 beziehungsweise 9 stürzte die Aktie dann erneut auf 2 US-Dollar ab, konnte seither allerdings kontinuierlich zulegen und befindet sich seit dem Jahr 2015, wie ihr hier eben jetzt dann doch auch sehen könnt, in einer relativ langen Seitwärtsphase zwischen 60 US-Dollar und 145 US-Dollar. Der Boden bei 60 US-Dollar, ja, der scheint hier sehr stabil zu sein, könnte man eben auch bei einem Einstieg als Absicherung
nehmen. Ein erstes prozyklisches Kaufsignal kann mit dem Anstieg über den Widerstand bei 85 US-Dollar gesehen werden. Ja, da befindet sich die Aktie eben auch knapp davor. Steigt der Kurs da drüber an, dann könnte das nächste Ziel das Zwischenhoch im Bereich von 115 US-Dollar sein. Allerdings solltet ihr wirklich immer berücksichtigen, dass die Aktie stark von einzelnen Nachrichten bezüglich der Medikamentenzulassungen abhängig ist. Ja, hier sind wir am Ende angelangt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir doch bitte einen Daumen nach oben. Und wenn ihr was zu dem Unternehmen zu sagen habt, dann hinterlasst doch einfach unten euer Kommentar. Würde ich mich sehr darüber freuen. Bis zum nächsten Mal, sagt Andreas Haslinger.